Hey Leute, vielleicht kennt ihr mich. Mein Name ist Olli Schulz, ich bin der witzige Typ von Neo Paradise. Ein paar Wochen arbeite ich da. Manchmal bin ich richtig witzig, manchmal bin ich brüllend komisch. Aber ich sage euch eins, ich habe einen Einblick bekommen in die Medienszene und das ist die Hölle da. Die Typen müssen jede Woche abliefern, Quote, Quote, Quote machen. Joko ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Heute machen wir uns mal einen schönen freien Tag, einen Buddy-Tag. Wir beide, Joko und ich. Du kümmerst dich um die Bude und bringst so ein bisschen Sachen mit, die man für eine Party braucht. Ich kümmere mich um ein paar Leute. Wir treffen uns heute Abend um 8. Ich hol dich ab, das wird unser Abend. Wir beide, du und ich. Olli, du bist der Beste, danke. Ich hab Bock auf dich, ne? Danke, ciao. Vor allem habe ich Bock auf einen Sexdreh, seit heute Morgen. Bunga Bunga, klar. Hätte ich selber drauf kommen können. Ficky, Ficky! Hallo, Bunga Bunga! Guten Tag. Hallo. Freue mich sehr, mein Name ist Joko. Ja. Olli Schulz. Olli Schulz, ich grüße dich. Hi. Das ist doch cool hier, Alter. Zwei Betten, super. Ja. Zieh dich schon mal aus, bitte. Lass uns mal loslegen. Komm, hilf mir mal. Hey, was ist denn hier los? Ey, hier, Disco-Kugel, wo können wir die noch anbringen? Was soll das? Halt mich mal ganz kurz fest. Hast du Wodka dabei? Weil wir saufen. Kannst du bitte dein Oberteil wieder anziehen? Ich mache jetzt eine Ansage, Leute. Ohne Scheiß. Du hörst mir zu und du hörst mir zu. Wenn das Ding hier, ne, wenn ihr das verkackt. Hör mir zu. Ja. Ich habe Familie. Ich habe eine Freundin, ich habe ein Kind. Ich habe auch Frau und Kind zu Hause. Ja, dir scheint das aber scheißegal zu sein. Nein, ich muss hier. Hier. Weil ich Geld brauche auch ein bisschen, ne? Und das sind deine Sachen, die so scheiße kommen bei hier. Wir müssen mal kurz reden. Auf die Straße gehen und demonstrieren. Darunter, immer mit dabei, ich bin frei, du und ich, schau in dein Gesicht, heute geht's ab. Ja, heute geht's ab, Bunga Bunga Ole. Ich glaube, Leute, die Stalingrad erlebt haben, die werden enttäuscht von dieser Bunga-Bunga-Party. Der Vergleich, dafür möchte ich mich im Namen von Oliver Mark Schulz entschuldigen. Ich mich auch. Ey, Olli, ohne Witz, ne? Ja, ich hab da jetzt auch also pass auf, ich gehe in die Küche und mach diese Scheißbrecher. Ich komm mit, ich komm mit. Nee. Du klärst das hier. Und du hältst die Kamera da nicht so drauf, Mann! Bin ich der Einzige, der hier normal ist, oder was? Können wir vielleicht einen kleinen Gang runterfahren? Weil wir wollen eigentlich so ein bisschen Politik mit in die ganze Sache bringen. Und wie viele Sitze hat das italienische Parlament? Wie viele Sitze? Da kenne ich auch noch einen guten Witz. Was machen 20 Kitzler an der Einkaufspassage? Die suchen Schlecker. Ich stehe nicht so drauf, wenn die so gleich so voll dirty sind. Ich mache gleich meinen erotischen Tag. Wer steht nicht drauf, wenn die gleich nicht voll dirty sind? Wer hatte gerade hier die solche Augen, als das Ding mit dem Rachen verschwunden ist? Weil der Pornoklaus mich ein bisschen an meinen Vater erinnert, deswegen, weil ich so ein bisschen so... Ein bisschen ruhiger einfach nur, okay, Olli? Bitte. Ja. Lass doch, bitte, das ist die einzige Möglichkeit. Können wir ein bisschen Mucke hören, dass wir ein bisschen lachen? Mach mal mit dem Mucke an. Bunga, 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 Bunga. Freundlich gegenüber von Brüssel und auch offen für neue Vorschläge. Jawohl! Wir lassen das mit dem Interview, ne? Was hab ich falsch gemacht? Was hab ich falsch gemacht? Ich mach einen Spagat. Warte mal, nein, ich mach Spagat. Klaus, geh mal zur Seite. Ah! Ey, mach mal Musik aus, bitte. Alter, ah! Ey, hilf mir mal hoch, bitte, Thomas. Mach mal echt aus, bitte. Mach mal aus, ah! Alter, ich hab Leistungsbruch. Scheiße! Mach mal aus, die Kackmocke! Melde den Pimmel weg! Klaus ist gerade da und pustet mit dieser Tröte gerade, mit dieser Partytröte immer in die Vagina von dem einen Mädchen hinein, die Vagina geöffnet hat. Nein, das macht die gerade wirklich und das finde ich super eklig gerade und wirklich too much. Ey, ich habe keinen Bock, dass hier gefickt wird. Wir müssen die irgendwie unterhalten. Das war nicht meine Absicht. Nein, pass mal auf. Sie hat die Beine breit. Er pustet immer da rein mit der Tröte direkt in die Vagina. Das macht doch kein Mensch. Nein, macht die wirklich gerade. Das machen die wirklich gerade. Alter, was soll das? Ja, das geht nicht klar. Ich habe echt eine Frau und ein Kind zu Hause. Ich bin Indie-Rock-Liedermacher. Ich habe Gefühl voll Lieder. Ich kann hier nicht auf einmal. Jetzt fang du nicht an, vor der Kamera hier bitte zu erklären, wer du bist, ja? Du hast mich in die Scheiße reingelegt. Ja, aber ich wollte einen Gag machen. Ich habe Bock, einfach nur Party zu machen. Wenn du jetzt anfängst, hier einen auf nett und sympathisch zu machen und den Leuten erklärst, so, ich bin Indie-Rock. Ey, das geht wirklich nicht. Ganz ehrlich, jetzt ohne Verarschung, ne? Da will ich auch aggressiv und dann hau ich dir in die Fresse, wenn die anfangen zu ficken. Weil Porno-Klaus, du hast auch diesen Jürgen aus dem Big Brother-Container. Da war ich bei euch in der Sendung und so eine. Ja, ich hab die mitgebracht, damit es eine Party wird. Aber du bist immer noch eine Instanz im deutschen Fernsehen. Du bist so ein Typ. Jetzt auf einmal, ja, oder das was? Geh doch mal dahin. Joko Winterscheid, Alter. Der Typ, bei dem jeder. Ja, aber Jungs, wollt ihr jetzt nicht reinkommen? Ja, wir wollten Flaschendrehen machen oder die sowas. Die Flasche gleich. Zeigt, der muss aus Ollis Bauchnabel ein Stück Käse. Oh, Alter, wie soll das aus meinem Bauchnabel du bist? Können wir das mit Balken filmen, bitte?
Mit was? Mit Balken oder so. Gibt's mit Balken, ja, wir machen einen ganz fetten Balken hin. Kann ich eine Sache sagen, bevor du das jetzt machst? Ich bin kein Mann für eine Nacht. Ich will erobert werden. Und wenn da jetzt mehr laufen sollte, dann erstmal ein halbes Jahr E-Mail-Kontakt. Okay? Hey, jawohl! Wahnsinn! Ich hab's geschafft. Ich empfinde nichts, das muss an dir liegen, sorry. Olli! Olli! Ich will nicht! Olli! Thomas, du machst die scheiß Kamera aus! Mach mal ganz kurz aus! So, jetzt Schnitt! Ganz normal, alle sitzen mit, als wenn nichts gewesen wäre. Alter, du hast eine voll geile Pfeffermühle in der Hose. Ich krieg nicht genug von dir. Ich weiß. Ja, was dafür? Du bist ein richtiger Deckhengst, hätte ich nicht gedacht. Deckhengst? So ein richtiger Deckhengst, das hätte ich mir nicht gedacht. Ich auch nicht, Baby, aber ich bin immer mit der Überraschung gut. Reicht's! Du bist der Bud Spencer der Liebe. Jetzt ist Feierabend, du Lustmäul. Oder du bringst uns beide in Teufelsküche. Ich muss nicht vor dir selber schützen. Du hast Frau und Kind. Ich hab Frau und Kind. Olli, das ist alles nicht mehr lustig, Mann. Das ist komplett auch nicht witzig. Lauf, wirklich. Du bist der Kumpel, Mann. Mein Gott. Olli, nein, Kacke. So hier rauskleben, oder was? Alter, mein Gott. Übrigens mache ich ganz kurz, falls es doch irgendwie rauskommt, ich mache auch bei Radio 1 übrigens über Obdachlose im Sonntag und im Radio. Dann kann ich mal die Klamotten noch mal rausholen. Die stecken sich jetzt in die Scheide. Mein Gott, was ist denn los? Ich bin raus. Ja, ja, ich mach's hier vorne. Du lässt dich ein. Schneidet mich einfach nur aus dem Beitrag raus. Ich bin der lange Frauenkind zu Hause. Lieber Bock. Du kannst mich mal echt. Ach, bitte. Sag immer, Jogo, Jogo. Sei still, sei still, sei still, du warst ein böser Junge. Sei still. So, jetzt. Und jetzt stampfen wir mal das Latz raus. Komm, du warst ein böser Junge. Mach mal. Ganz langsam. Ich tanze die ganze Zeit vor meiner Nase rum. Ich will probieren zu essen. Olli, Mensch. Mann, ich bin jetzt zu Hause. Ich wohne hier. Wir haben das doch ganz dezent gemeint. Das Ding ist, ich muss ja nur essen. Und du bist immer genau... Ja, aber mein Gott, ich kann doch hier rumlaufen, wie ich will. Na und? Hör jetzt auf. Also ja, aber es nervt mich, dass ihr erst reinkommt und dann so oft geckig. Hier wird gegessen am Tisch, komm, Mann. Mann. Das ist erschrocken. Also ihr erschrocken, ja? Deine sind die Hamsterbeine oder mein Tischgeld, ne? Wird gegessen, was auf den Tisch kommt! Das Team hier kriegt auch was von mir! Ist doch mal peinlich, oder was? Im Haus des Glücks ist der Warteraum das größte Zimmer. I'm here for peace, we don't need no soldiers. Ein so ein Ding mal hochwerfen, okay? Ein Ding mal so hochwerfen. Ja, das mach ich einfach nur mal so. Scheiße, ich muss hier weg, die wollen kommen gleich. Frage, ist das hier für Fernsehen alles fake und Sie verarschen die Leute? Oder? Nein, wir verarschen nicht die Leute. Ich möchte an Sie appellieren, dass Sie vielleicht in Ihrer Wortwahl, auch wenn es untereinander ist, ein bisschen aufpassen, wie Sie Ihre Kinder sprechen. Una cerveza, por favor, una con minerales sin gas. Wollen wir einen trinken? You want a whiskey with me drinking? Ein letzter Schluck unter meinesgleichen. So früher meine Leber war, ist heute eine Minibar. Okay. Vorsichtshalber noch einer. Ja, aber das ist einer, soll doch mit mir einen trinken. Ich trinke mit jedem heute einen. Ich bin Charles. Ja, ich merke auch schon, dass Sie auch ein bisschen betrunken sind. Ich bin nicht betrunken. Bitte lassen Sie das. Lassen Sie Single Malt. Oh Gott, ich habe seinen Sitzen. Erst wenn wir alles verloren haben, haben wir die Freiheit, alles zu tun. Wie einst die tapferen Schotten stürmig auf das Schlachtfeld. Wollen wir eins? Ich habe saubere Gläser, Pulli. Das glaube ich dir nicht. Doch, hier. Du hast irgendwas an der Lippe. Eins für dich, eins für mich. Lass mal bitte. Hast du gesehen, ich bitte dich. Ja. Gib mir mal einen Kuss. Ja. Hast du bitte ein mit mir, bitte. Bulli, wenn du mich nicht kennst, dann mache ich Schluss mit dir. Wir trinken jetzt beide ein. Ich mache Schluss mit dir. Ich schreibe deine Gags nicht mehr. Lass mich bitte jetzt einen Tränen trinken mit dir. Ich habe deine Karriere gefördert. So hat mich auch angefangen. Ein Moment der Selbsterkenntnis. Etappensieg des Humanismus. Guck mal, film das alles. Ich bin hier...
Von Orang-Utan-Klaus bewacht gerade. Yeah. Ihr wart mal Mensch und wurdet Stars. In euch selbst steckt, wovor ihr euch ekelt. Die wollen mich rausschmeißen. Die fassen mich alle an hier. Sie rufen peinlich und meinen gefährlich. Polizeigewalt. Und der guckt schon wieder YouPorn, der Schwanz hier. Fragen sich, wer der Typ ist, der in den Spiegel vorhält. Doch könnt ihr die Antwort überhaupt ertragen? Olli! I have to go back. Thanks a lot. Achso, du musst noch die Sekt zahlen, ganz kurz. Ich hab, das ist ja nicht dein Ernst. Du wolltest dein Portemonnaie doch holen. Kannst du die Sekt bitte zahlen, bitte? Ich hab mein Geld im Auto. Thomas! Hallo? Komm mal her, ich muss dir was erzählen. Komm mal her jetzt schnell! Wir fahren in Heidepark. Mit Joko, mit Klaas, mit dem kleinen bärtigen Mongo, der hier in der Redaktion arbeitet. Alle sind hier dabei. Heidepark! Du Spasti, wir fahren in Heidepark! Oh! Das weiß ich. Wo fahren wir denn hin? Sag mal. Heidepark, Soltau! Ja. Der Smut hier in der Kombüse verfeinert mit seinem Penis das Gemüse. Heidepark! Das ist der Park! Wir fahren in Heidepark! Im Urwald ist kein Taxi frei! Bingo, bingo, bingo! Pissen! Olli, guck mal da, hier sind so. Das sind so Nummern von so Perversen, die können wir anrufen. Oh, das ist ein Anruf, Alter. Tiny Cock, Alter. Guck mal an, Tiny Cock. Ich rufe an. Oh, du Ficker, Alter. Was soll das denn hier? Mach das weg, Alter. Tiny Cock, Alter. Mach das weg. Was soll denn die Scheiße? Hör mal auf damit jetzt. Wir brauchen was zum Wegwischen. Ich geh noch mal zurück. Ach, Olli, da ruft nie einer an. Hier fährt jeder russische Trucker fährt hier links, Alter. Die haben so Kugeltipps im Mund. Ankommt beim Zuschauer. Keiner weiß, wie kacke das liegt. Entschuldigung, dass mein Niveau an Humor euch beiden nicht ausreicht. Ganz ehrlich, du hast so einen Affen im Kopf, komm, der immer aufs Halse so Dinger. Hey, Olli, das ist echt. Olli! Hier, meine Socke, Alter, den ganzen Tag an. Olli! Hör auf! Olli! Hier ist der nackte Fuß nochmal. Komm, renn daher damit. Nimm den nackten Fuß. Hier, yes. Ich hab so starke Füße. Ich hab so starke Beine. Hier. Joko, du hast keine Chance. Ich bin Joko. Fußexperte. Joko, hilf mir doch mal, du Penner! Halt ihn fest! Hör auf jetzt! Hier, nimm meinen Fuß! Der stinkt so derbe Scheiße. Ich hab das gekotzt, wirklich. Da haben wir es dann. Mann, das ist Fußspray haben. Das bleibt im Mülleimer. Das kannst du einem Trucker schenken oder so. Der kann jetzt morgen die Achseln sprühen. Aber ich will nicht, dass das hier bleibt, dass das im Auto ist. Die sind noch nicht mal in Magdeburg. So, hier ist der neue Erschrecker aus dem Freizeitpark. Die beiden pissen sich gleich ein vor Angst. Okay, danke schön. Jetzt kommen gleich Klaas und Juki, die muss ich erschrecken. Deswegen, ihr dürft mich nicht erschrecken. Klaas, ich will dir ficken, Alter! Ich will dir ficken! Winterscheid aus der Alter, das ist nur ein Spiel. Das ist nur ein Spiel hier, Olli. Was schreist du hier rum, du bekloppter Mann? Oh, fuck! Das ist überhaupt von der Größe her. Stell dich mal daneben, bitte. Ich weiß nicht mal, ob das passt. Oh, Olli. Ja, witzig. Gerade so eben darf er rein, komm. Gerade so reingekommen. Hallo, liebe Freunde, mein Name ist Olli Schulz, der Erotikexperte von Neo Paradise. Heute mit einem Gedicht über unser Leben. Heute ist ein schöner Tag. Wir spritzen ab im Freizeitpark und schwenken mit der Partyfahne, denn wir sind geil, der Sack voll Sahne. In 130 Meter Höhe bläst bei uns eine heiße Böe. Das Leben ist eine Achterbahn, Scheiße. Auf die wir gerne rückwärts fahren. So habe ich mir das Leben ausgemalt. Ich laber Schrott. Ist egal. Hey,
mich so geschämt. Die Chinesen haben mich alle angeguckt da drin. Aber Olli, ich glaube, du hast jetzt den Geist von, wenn ich sie wäre, verstanden.